Er ist wieder zurück. Handschuhman! Ja, herzlich willkommen auf Multilaser und ich habe euch mitgenommen und habe euch die, was machst du denn hier im Blickfeld? Habe euch mitgenommen und habe euch die ersten Prototypen gezeigt an Brücken und jetzt geht's weiter. Es kommt auch noch anderer Content, aber ich muss Prioritäten setzen, weil meine Internetleitung, die geht, aber nicht gut. Versteht ihr? Das ist so, als würdet ihr euch einen Fußball kaufen und mit dem wollt ihr spielen, aber der Druck des Fußballs ist nur die Hälfte. So ist meine Internetleitung. Genau. Und deswegen kommen Prioritäten und die Prioritäten sind hier aktuell so, wie ich sie finde. Und es kommt auch noch Carson, keine Angst, da kommt noch der TX4. Oh, der fährt so geil, Leute, der TX4, ne? Mit den Proline-Dämpfern. Oh, 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 ich zeige euch was, ich zeige euch kurz was. Oh, der ist so geil. Jetzt zeige ich euch hier exklusives Material. Alter, der TX4, ne? Mit den Proline-Dämpfern. Eieieiei. Da habe ich leider kein Video gemacht, aber kommt noch, machen wir noch. Guckt euch dieses geile, ihr seht schon, der steht hier hinten tiefer als hier vorne. Guckt euch das an. Diese Federn, ey. Oh, dieses Fahrwerk. Oh, ein Traum, ey. Und jetzt kommen wir zum Video. Ich nehme euch also heute mit in den nächsten Schritt der Prototypen. Und zwar habe ich jetzt die zweite Stufe gekriegt und deswegen habe ich auch Handschuhe an. Ich möchte euch diese hübschen, wirklich, ihr kennt das, wenn ich von Michi Aluteile kriege, dann muss ich dazu Handschuhe anziehen, weil seine Teile einfach so schön aussehen. Und das ist der einzige Grund, damit ich sie euch einfach zeigen kann, wie sie aus der Fabrik kommen. Das ist jetzt Prototyp 2, sagen wir mal. Das Endprodukt wird sich noch ändern, eventuell sogar farblich. Und vielleicht auch noch grafisch und von der Dicke oder. Also das, was ihr jetzt hier seht, ist wirklich der zweite Prototyp, mit dem man auch rausgeht und fährt und testet. Nur, dass ihr es wisst. Ne? Da kann sich noch alles ändern. Ihr seht aber hier schon, ja, ich lasse euch einfach mal, ich spiele jetzt einfach mal ab. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Dämpferbrücken. So doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. Das war's doch wert, oder? Guckt euch bitte diese geilen Brücken an. Ihr seht, da wird sich noch ein bisschen was ändern. Und ihr seht auch diese Dicke. Das ist wirklich brutal dick. Ich hole mal die Originaldämpfer. Wir werden die heute anbauen. Und dann kommen auch die Karohalter dran. Hier sind die Originalhalter. Vorne sowie hinten. Und wie gesagt, es haben Leute geschafft, diese Brücken zu verbiegen. Und ich muss sagen, meine hintere hat auch schon eine leichte Biegung nach hinten. Das sieht man, wenn man sie hält. Die ist leicht verbogen. Das ist echt krass. Vorne noch nicht, aber hinten. Und ja, das sind die Originalen. Und jetzt sehen wir vorne zum Beispiel. Guckt euch das an. Das ist schon eine andere Geschichte, ne? Ja. Natürlich ist es so, dass umso dicker natürlich eine Dämpferbrücke wird, ja, was nimmt dann als nächstes Schaden? Aber es ist nicht ganz richtig, weil wenn die Brücke angeschraubt ist und der Wagen so krass aufschlägt, dass die Brücke sich verbiegt,
Das ist ja hier trotzdem Kraft auf dem Differential. Ne? So, und wenn da jetzt dickeres Material ist, heißt das ja nicht, dass das hier schlecht ist. Ne? Ja, aber viele denken nämlich, ja, dickeres Material, das wird die Differenziale kaputt machen. Dafür testet man sowas. Ne? So, und die beiden hübschen Dinger, die werden wir jetzt, oder werde ich jetzt einbauen. Und dann werdet ihr mich gleich wiedersehen. Dazu hat er mir noch Schrauben getan, weil wir hier etwas dickeres Material haben. Aber er hat die Schraubenöffnung schön versenkt. Das heißt, wir haben nur Originaldicke, so wie auch bei den alten. Aber ich werde die Schrauben trotzdem verwenden. Beziehungsweise sind das, glaube ich, die Schrauben auch für die Halter. Ja, auf jeden Fall denkt der Mann an alles. Ich werde das jetzt reinbauen. Und dann werden wir uns gleich wiedersehen. Ach so, was ich euch auch noch zeigen möchte. Ich habe auch eine Karo. Das wird die neue Karo dann zum Testen sein. Ja, was hattet ihr denn gedacht, ne? Ich habe ja gesagt, ich mag die Karo. Und wie wir sehen, ist das fast eins zu eins die gleiche. Ja, aber ich wollte natürlich meine Unbreakable nicht mit neuen Löchern versetzen. Also habe ich nur einfach die Lexan Karo geholt. Und sie ist ein bisschen... Ja, sie ist ein bisschen schmaler, was aber nicht schlimm ist. Ne, vielleicht ist es auch ein Vorteil. Auf jeden Fall haben wir hier die Lexan-Variante und dann machen wir damit auch gleich neue Löcher rein, wenn alles angebaut ist. Und ich nehme euch da noch mit und werde euch das auch noch zeigen. Und dann könnt ihr euch ja selber so ein Bild machen, wie das aussieht. Genau. Bis gleich. Da sind wir wieder. Und weil jemand gefragt hat, was ich hier für Reifen drauf habe, es sind die HPI Terrapin. Ja, die sind niegelnagelneu, sehen nur dreckig, weil ich immer nur Fotos gemacht habe, aber gefahren bin ich sie noch nicht. Und die sehen aus, als wäre ich sie schon übelst abgeranzt. Aber die sind noch fast neuwertig. Ja, sind meiner Meinung nach richtig geile Reifen. Wenn ihr die noch niegelnagelneu kriegt, holt sie euch. Ich zeige euch jetzt das Ergebnis. Es sieht wirklich megamäßig aus. Guckt euch das an. Alter Schwede. Nochmal deutlich besser gegenüber der Kunststoffversion. Die Löcher sind auch breiter geworden, also die Karoaufnahmen sind breiter geworden, das könnt ihr sehen. Ich schiebe mal hier auf die gleiche Position rechts da, ne, mit den Löchern. So, und dann seht ihr, dass die nochmal breiter geworden sind. Das sind, die Breite ist aber jetzt auch final, denn durch die Halter, die man dann auch ersetzen kann durch flexible Geschichten durch 3D-Druck, kann man ja hier flexible Halter ansetzen, aber diese Art von Kunststoffhalter sind von Arma und Michi hat sich gedacht, das ist geil wegen diesem Teller und da hat er gar nicht so Unrecht, es sieht wirklich gut aus. Dann haben wir die hinteren und die hinteren sehen auch richtig stark aus, schön breit, auch nochmal verbessert gegenüber dem ersten Typ. Wird aber auch final so bleiben von der Lochart. Ihr seht, hier ist auch nochmal deutliche Breite dazugekommen vom Karo-Halter-System. Und ja, ihr seht, was jetzt vielleicht noch passieren könnte, hallo, ist, dass sich optisch was ändern wird. Aber von der Breite her wird das so bleiben und hier auch das Karo-System. Und ich finde die mega hübsch, die Brücken. Und wir werden jetzt zusammen mit diesem tollen Karo-System, was von Aeromax ist, werden wir jetzt zusammen die Karo machen. Ja. Und ich nehme euch da jetzt einfach mal mit. Ihr seht jetzt mal live, wie das angewendet wird. Ihr müsst hier einfach nur diesen Karo-Clip durchsetzen. Zack. Dann eure Splinte da rein. Ich finde, das ist das beste Karo-System, meiner Meinung nach, also das beste Karo-Markiersystem, meiner Meinung nach. Viele haben, ich habe das ja vorgestellt und viele haben gesagt, ach, dann nehme ich mir ein Edding, Nagellack, whatever und mach das. Natürlich, könnt ihr auch machen. Aber mir, ich habe das ja auch schon alles durch und schon oft gemacht und wie oft mir die Löcher dann verschoben sind. Und hier habt ihr einfach zu 100% so genau die Löcher, dass wenn ihr die Karo raufsetzt, ich habe das zum Beispiel bei der Unbreakable Karo, wenn ich die raufsetze, die Löcher fluchten einfach sofort in die Karo rein. Also sowas von 100%ig genial. Und für Leute, die mit einem Maßband umgehen können und die das gerne ausmessen wollen und die sich Geld sparen wollen, die können das gerne so machen. Aber ich möchte das nicht. Ich möchte das so, weil es so echt geil ist.
Ich zeige euch das jetzt auch. So, wir haben jetzt hier unsere Magneten. Die habe ich jetzt abgezogen. Und wir haben jetzt hier unsere Halter. Und jetzt holen wir die Karo. Wir richten nochmal unsere Karo-Halter aus. Ich werde die Karo jetzt hier auf diese Sache anpassen. Und machen die Karo jetzt drauf. Und wir sehen, dass die Karo-Halter vorne... Okay, die vorne sind viel zu weit unten. Die... Vielleicht ändere ich die auch sogar gerade mal. Weil die mir hinten vielleicht einen Tick zu hoch sind. Ich glaube, ich ändere die Karo-Halterung nochmal. Weil das sind eigentlich die hinteren, weil die massiver sind. Aber die sind mir zu hoch. Ich werde die einmal tauschen. Wir sehen uns gleich wieder. Durch den Tausch habe ich nicht nur hier das Ganze höher gekriegt, sondern auch noch breiter von 4 auf 5. Hinten ist es dafür ein Tick schmaler geworden. Ihr könntet also, wenn euch das nicht gefällt, auch die hinteren Halter nochmal vorne verbauen. Ich habe es jetzt gemacht, weil die vorne standardmäßig mir zu hoch waren. Jetzt hätte man auch sagen können, ja, wieso hast du die nicht einfach nach oben gemacht? Nee, weil ich dadurch vorne noch ein bisschen mehr Breite gekriegt habe. Und ich will die Karo so tief wie möglich haben. Und so ist sie jetzt perfekt. Also sie sitzt perfekt. Ich zeige euch das gleich. Jetzt ist das Ding für euch jetzt oder für mich jetzt auch wichtig. Jetzt heißt es ausmessen und zwar so, dass es mir gefällt. Und das ist immer so die Sache. Wann gefällt einem eine Karo am besten? Ja. Und da muss alles stimmen. Da muss der Winkel stimmt, da muss einfach alles stimmen. Deswegen mache ich das jetzt kurz für mich alleine. Also ohne, dass ich mich mit euch unterhalte. Und diese Magneten sind einfach so genial, weil die ein Loch haben. Und dadurch könnt ihr mit dem Karo-Bohrer schön durchpieksen. Und dann habt ihr genau das Loch, wo ihr bohren wollt. Und dadurch ist die Karo aber auch schon fixiert. Und wenn ihr jetzt ein bisschen weiter rüber geht, oder hier wieder, seht ihr das, wie die Magneten einfach die Position komplett beibehalten. Das ist so präzise, das ist genial. So, und jetzt hole ich nochmal hinten und jetzt guckt euch hinten das an. Und ich habe gleich komplett meine Ruhe für mich, werde die Kamera ignorieren und will das hier genau oder nur für mich machen. Den Halter nochmal ordentlich machen. Ja, die Karo ist vorne ein bisschen tiefer als hinten, aber ist noch okay. Ich will, dass sie auch so ein bisschen leicht schräg runterfällt. So. Und das von den Karo-Löchern her passt mir das gut so. Die Karo ist ein Tick kurz, also ein Tick zu kurz. Das habt ihr ja schon festgestellt. Die Unbreakable ist ein bisschen länger. Und daher gucke ich jetzt, dass das trotzdem einigermaßen stimmig aussieht mit den Radkästen. Und trotzdem mir gut gefällt. Und da nehme ich jetzt mal kurz die Zeit für mich und reagiere mal kurz nicht auf die Kamera. Jetzt nehme ich mir die Zeit für mich und jetzt gucke ich hinten mir die beiden Sachen an. Ist die Karo hinten meiner Meinung nach gerade drauf? Dann gucke ich vorne nochmal. Sitzt sie gerade oder schiele ich? Man könnte jetzt auch ausmessen mit einem Maßband, wenn man es ganz genau nehmen will. Dann geht man jetzt hier ran, zack, zum Reifen. Aber der Reifen ist ja auch nie gerade richtig. Und dann sagt man hier 5 cm und hier, zack, auch 5 cm. Guck mal, ist sogar gerade. Ich glaube, so lasse ich sie auch. So gefällt sie mir echt gut vorne. Auch, dass der Bumper hier noch genug Platz hat. Achso, seht ihr gar nicht, ne? Ah, jetzt habe ich sie wieder verschoben. Deswegen, ich sag's ja gerade. Ich muss für mich machen. Ich zeig's euch gleich. Okay? Dann federe ich einmal ein und guck, ob hier nichts rankommt. Dann lenke ich einmal ein. Guck, ob der Reifen rankommt. Kommt er nicht. Ja, das spielt alles mit einer Rolle. Dann gucke ich nochmal mit dem Maßband, was Quatsch ist eigentlich. Aber sie hat sich tatsächlich doch verschoben. Ja. Ja, und wenn es mir gefällt und hinten auch alles super ist, hinten könnte man jetzt auch nochmal mit dem Maßband gucken. Da haben wir auch 5 und auf der anderen Seite ja, ein bisschen weniger als 5. Ja, hinten ist sie nicht ganz gerade. Ihr müsst auch ein bisschen mit dem Auge gucken.
Da dürft ihr euch nicht aufs Maßband verlassen. Und vorne wieder. Ja, so. So gefällt sie mir wirklich sehr gut. Das ist echt so eine Augensache. Jetzt hole ich mir einen scharfen Karobohrer. Also wirklich einen scharfen Karobohrer holen. Holt euch da nichts Billiges. Einen scharfen Karobohrer. Ja, der ist magnetisch, das ist schlecht. Und piekst einfach einen. Zack. Und dann könnt ihr durchpieksen, weil der Magnet hat nämlich ein Loch in der Mitte. Und das macht ihr hier auch. Zack. Seht ihr das? Und jetzt könnt ihr die Magneten wegnehmen. Und ihr habt genau, und das ist so genial an diesem Karo-Z, ihr habt hier Löcher drin, dass ihr durchpieksen könnt. Wie geil ist das? Lasst die Magneten noch drauf. Jetzt geht ihr nach hinten. Ohne, dass ihr was verschiebt. Setzt den Karobohrer drauf und drückt durch. Zack, ey, das ist so geil mit dem Z hier. Damit gelingt euch das einfach so traumhaft gut. So, zack. So, jetzt habe ich die Löcher durchgebohrt, also durchgestochen. Na, leider ist mein Winkel von der Kamera nicht gerade perfekt für das hier, aber egal. Jeder weiß, wie sowas geht. Ich zeige euch das jetzt mal. Jetzt habe ich die Karo durchgepiekst, seht ihr hinten auch. Ja. Und das Geile ist halt eben, das finde ich auch tierisch mega geil, diese Karo haben halt das Loch, wo man durchpieksen kann. Ne? So, ich bohre jetzt mal kurz die Karolöcher und dafür kommen die jetzt wieder ab. Das war schon der ganze Zauber. Und dann kommt die Karo drauf und dann sitzt sie ja auch gleich noch mal ein bisschen tiefer. Weil das lag ja auf den Dingern, dadurch kommt die Karo gleich noch ein Stück tiefer. Ich bin echt gespannt gleich. Jetzt mache ich das immer so, dass ich mir die Dicke ungefähr hier nehme. Und zwar mit dem Karobohrer gehe ich dann an die dicken Dinger hier ran. Und gucke ungefähr. Und dann bin ich so bei 8, 9 ungefähr. Und jetzt geht's los. Bis gleich. Dann gebe ich euch den Tipp, immer mal wieder überprüfen. Na, nicht, dass ihr zu dick macht. Oder zu groß macht die Löcher. Und ja, auf der Seite ist schon okay. Sauber. Guckt euch das an. Zack. Guckt euch das einfach an. Die schwebt. Plupp. Seht ihr das? Oh, mega, Alter. Und jetzt kommen wir nach hinten. Und ich habe ja nur diese Löcher gemacht. Jetzt guckt euch gleich das Ergebnis an. Wahnsinn, sage ich euch. Und da haben wir jetzt die Karo angepasst. Ich möchte euch einmal das Ergebnis nur zeigen. Und zwar einfach nur mal dieses Flutschen. Also für diese Kamera, ne? Die Position der Kamera ist wirklich schlecht, sorry. Aber ich habe keinen Bock, sie jetzt umzuhängen. Wir haben hinten angemessen, vorne. Und jetzt guckt euch das an. Und zack, zack. Also das, die rutscht hinten rein, zack, und vorne, zack. Ihr müsst nicht lange suchen, versteht ihr? Und das ist dieses Karo-System, was so genau... Also ich habe noch kein Karo-System gehabt, was so genau arbeitet. Ihr könnt auch so machen, hinten, zack. Ja, ihr macht drauf, zack, und dann sucht ihr vorne. Aber ihr braucht gar nicht lange suchen, weil wenn ihr hinten, so zum Beispiel, ich lasse mal hier, ihr seht das ja, ich halte die Karo hier oben. So, und jetzt mache ich hier hin und her und dann baut sich ja Spannung auf. Jetzt lasse ich sie einfach mal los. Seht ihr das? Und jetzt drücke ich drauf, zack. Das ist Genauigkeit. So, und für die Leute, die das mit einem Maßband können oder mit Nagellack machen oder, Gratulation, dass ihr das genauso hinbekommt. Ich kriege es nicht hin und deswegen liebe ich dieses Karo-System. Ja, und jetzt ist die Karo drauf und jetzt guckt euch mal an mit seinen Brücken. Geil, oder? Geil. Feier ich tierisch. Feier ich tierisch. Die Karo kommt auch schön weit runter. Also, wer Angst hat, dass sie zu weit oben ist, den kann ich beruhigen. So weit oben ist sie nicht. Gut, ich habe die Karo auch sehr weit nach oben ausgeschnitten. Man hätte hier noch ein bisschen Platz lassen können. Aber die Karo kommt sehr weit schön runter, auch hinten alles Ordnung. Also wirklich sehr, sehr, sehr schön. Geil. Ja, ich hoffe, dass das euch so gefallen hat, mal einen Einblick zu sehen, wie so die nächsten Schritte jetzt sind. Aber das war's mit dem Einblick. Und ja, ich finde das mega. Guckt euch das an. Mega geil. Gefällt mir echt gut. Das war's mit dem Video. Und einen kleinen Einblick auch mit der Karo-Herstellung oder mit dem Karo drauf machen nochmal, so als kleinen Bonus. Geile Brücken, ey, wirklich. Ja, und wir sehen uns dann in der Testfahrt. Das heißt,
wir werden das Auto jetzt fahren mit der Karo. Ich werde die Karo lackieren, werde mir eine hübsche Farbe ausdenken. Dann werden wir die Karo-Halter prüfen, ne? Die Dämpfer prüfen, einfach fahren mit dem Auto und gucken, wie das alles so mitmacht, ob hier irgendwelche Probleme auftauchen, ob die Brücken doch vielleicht zu dick sind, aber was ich nicht glaube, oder, das wird jetzt alles geprüft und so. Und dann ist das bald auch schon serienreif, ja, mit minimalen Veränderungen vielleicht. Vielleicht seht ihr es auf meinem Kanal, vielleicht halte ich euch da auch noch mal mit Bildern auf dem aktuellen Stand. Das war es jetzt erstmal zum zweiten Prototyp-Video. Euer Laser und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.